Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit dem Demogorgon und ich habe ein Memento Mori dabei. Oh Mann, Leute, ich hatte eben schon eine Runde aufgenommen und der Sound war komplett im Arsch. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Irgendwie, ja, waren einfach meine Audio. Also der Ingame-Sound war gut, aber meine Sprache war einfach so, als ob ich so robomäßig unterwegs bin. Richtig ärgerlich, richtig, richtig kacke. Und ich hatte dann auch kein Mori mehr. Jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen hochleveln, weil ich euch natürlich gerne noch das Mori zeigen möchte. Naja, gut, okay. Dann probieren wir es jetzt auf jeden Fall nochmal. Ach ja. Ich habe im Discord euch eine kleine Postprobe, ja. Kostprobe gepostet. Tja, wenn man zu doof ist, den Sprintboost richtig zu nutzen, Klödia. Das ist ärgerlich. So, die erste Person liegt. Der Gender vorne wurde direkt zurückgesetzt. Oh, da vorne kann ich sie nicht hinhängen. Muss nochmal umdrehen. Ach, guck mal, da arbeiten die noch fleißig dran. Geht er noch fertig, der Gen, oder nicht? Wahrscheinlich ja, oder? Okay. Gucken wir mal, ob die Mac noch da ist. Yo, ist sie. Ach, na komm, dann kriegst du auch einen Klaps. So, und dann haut sie hoffentlich erstmal ab. Wir setzen hier den Generator zurück. Und dann folgen wir ihr mal unauffällig. Und zack, zweite Person liegt. Perfekt. Na, so kann es doch losgehen, Leute. Jetzt bekomme ich wahrscheinlich kein Stack für die aufgezählte Hoffnung, oder? Oder? Komm, wir rennen mal eben da hinten hin, in der Hoffnung. Yay, wir haben Stack bekommen. Okay. Ich weiß auch nicht, warum ich die aufgezählte Hoffnung noch mit dabei habe. Jetzt habe ich sie halt dabei. Lebt damit! Und ich hoffe sowieso, dass wir dann hier das ein oder andere Mori zu Gesicht bekommen. Der wurde hochgeheilt, das heißt, die sind hier noch. Und da sehe ich doch auch schon die Nancy! Ja. Nancy springen wir mal direkt an. Warum? Weil wir es können. Hallo! So, da liegt sie direkt wieder. Und wir könnten sogar den nächsten. Yay, wir haben den nächsten Stack bekommen, Leute. Oha. Das könnte hier was werden, ne? Wir versuchen natürlich, möglichst viele Leute an den Haken ranzubekommen, erstmal, bevor die aufgezählte Hoffnung dann hoffentlich ihren Job macht. So, wir packen mal hier eben ein Portal hin. Wir könnten auch mal uns hier wegporten. Mal unsere Fähigkeiten ein bisschen nutzen. Mal gucken, ob wir jemanden überraschen können. Oh, die aufgezählte Hoffnung ist am Start. Jetzt verspricht es, spaßig zu werden. So, Survivor, wo seid ihr denn? Wurde hier hinten noch irgendwas gemacht? Ah ja, die Mac. Hat sie Balance Landing? Ne, die hatte noch den Sprintboost vorhin, oder? Lass uns mal gucken. Ne, sie hat Balance Landing. Die weiß noch gar nicht, was ihr blüht, Leute. Das könnte jetzt sein. Ah, diesmal lässt sie sich nicht auf das Spielchen ein. Ist aber auch egal. Denn die gute Mac ist jetzt die erste Person, die. Na, wo ist sie? Da. Die. Hey! Zensier das Mori doch nicht! Die ein bisschen Liebe von uns bekommt, ja? Die wir ein bisschen abschlabbern werden. Der Baum. Ich hasse den Baum. Der Baum ist offiziell mein Feind. So, da vorne. Dann gehen wir da doch mal hin. Vielleicht bekommen wir ja die nächste Person. Kann man mit dem Sprungangriff jetzt eigentlich auch die Leute mit einem Schlag umkloppen? Keine Sprintspuren. Bist du etwa hier in der Nähe geblieben, lieber Survivor? Oder hier hinten rum oder so? Wie wir sehen, sehen wir nichts. Oh, habe ich jemanden gehört? Ja. Boah, du kleiner Sausack. Okay, die Klödia. Folgen wir der auch nochmal unauffällig, denn auch sie kann ja gleich ein bisschen abgeschlabbert werden vom Demogorgon. Ja, moin! So, und hier haben wir jetzt ja wohl freies Feld, Leute. Diesmal bekommt ihr die unzensierte Version. Ja, Mac und ich, wir wollten ein bisschen intimer die ganze Sache haben. Das sollte jetzt auch noch nicht an die Öffentlichkeit. Wir wollten nicht, dass ihr seht, dass wir ein Paar sind. Ich weiß, ich bin immer ein bisschen stürmisch, was das angeht. Manchen Leuten ist die Zunge schon zu viel. Ich weiß auch nicht, ich inhaliere direkt den ganzen Kopf des Gegenübers. Wir gehen darüber. Die eine Nancy könnten wir killen. Und die andere Nancy müssen wir noch aufhängen.
Mal schauen, Leute. Also, ein weiteres Mori wäre doch schon nice, oder? So. Ach, guck mal da. Haben sie direkt hier vorne fertig gemacht. Ach, guck mal hier. Die Nancy läuft da weg. Aber wir versuchen nochmal ihn hier zu bekommen, den Steve. Damit er dann auch nochmal an den Haken rankommt. Denn nur wer am Haken war, der kann von uns gemoried werden. Ich denke, das ist euch allen bewusst. Ja, doch, der ist weitergerannt. Dann kann die Nancy erstmal weiterarbeiten. Da habe ich gar kein Problem mit. Alles easy. Oh, der rennt weiter. Yo! Was ein Sprungangriff, Leute. Hier wäre der Keller. Aber sind wir mal ehrlich. Glaubt ihr, die hat Bock, in den Keller zu gehen, wenn ich die aufgezählte Hoffnung habe? Mein Verdacht wäre nein. Deswegen hängen wir Steve jetzt mal hier hin. Mal schauen, ob sie überhaupt generell Bock hat, helfen zu gehen. Hab jetzt niemanden gesehen. Sie ist vorhin auch in diese Richtung gerannt. Wir bleiben ihr auf den Fersen. Habe ich dich hier gerade gesehen? Nee. Nancy! Komm her, du Schnuggelchen. Ich packe hier schon mal was hin. Weil vielleicht wird es jetzt ja sowieso... Oh. Ah, ich hätte mich porten können. Mist. Ich hätte mich gerade zu ihr porten können. Naja, okay. Habe ich zu spät gerafft. Ach, guck mal, wer da durch das hohe Gras schleicht. Mrs. Wheeler. Hallöchen. So, vielleicht kriegen wir jetzt sogar zwei zum Preis von einem. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Boom. Ah, nochmal angesprungen hier. Wieso hat der jetzt gerade... Ach so, der heilt sich gleich automatisch hoch, Leute. Gut, dann bekommt er jetzt die Chance. Ich meine, ist doch sowieso viel schöner, mit der Nancy ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen, Leute. Und wieder möchte uns hier die Map einen Strich durch die Rechnung machen, aber nicht mit mir. Nicht mit mir, Leute. Das Problem ist, der Julio wird sich jetzt gleich hochheilen nach einer gewissen Zeit. Das ist nicht ganz so geil für uns. Oh. Oh. Und das hier ist nicht ganz so geil für ihn, muss man ja mal sagen. Das ist schon ein bisschen mies. Ich porte mich mal da drüben hin. Einmal zum Abchecken, ob hier jemand ist. Wahrscheinlich ist er, wenn, aber eher beim anderen Ausgang. Da komme ich jetzt leider nicht hin. Damn, son. Habe ich sogar extra das Portal hingelegt. Okay, hier ist er nicht. Dann aktivieren wir jetzt gleich die beiden Portale. Okay. So. Wir gehen rüber. Also wäre halt schon geil, wenn wir ihn auch noch erwischen. Einfach nur, damit wir alle Leute gemoried haben. Komm schon, zeig dich. Ah, da ist er. Wie weit ist er? Ah, das erste Lämpchen leuchtet. Das tut mir leid, mein Freund. Das schaffst du nicht. Ach ja, dann gibt's noch mal einen weiteren lecker Survivor. Hallo. Da will er uns doch tatsächlich einfach hier ein bisschen verarschen. Das schaffe ich nicht. Gut. Dankeschön. Okay, dann kommen Sie mit. Wir wollen Sie irgendwo hinlegen, wo die Leute das Mori ein bisschen besser bestaunen können. Zum Beispiel hier. Bitte, oh, bitte nicht disconnecten. Bitte auch nicht wegkrabbeln. Ey, der will das Mori nicht sehen. Das ist eine Frechheit. Leute, ich freue mich, dass ich es wirklich noch geschafft habe, eine Memento Mori-Folge für euch aufzunehmen. So ärgerlich mit den, mit den Problemen, die ich da hatte. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich habe die Folge noch hier, aber ich werde sie nicht hochladen, weil der Sound halt wirklich komplett im Arsch ist. GG, well played. Viel Spaß und ja, warum wurdet ihr an den Haken gebracht? Das ist die Frage, die sich alle Leute stellen. Aber er
hat doch auch sich an Haken hängen lassen. Naja, okay, gut. Der PTB sind immer wieder interessante Leute unterwegs. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da für das Memento Mori des Demogorgon. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschö, tschö.